Willkommen zurück zu Minecraft Hardcore. Beim letzten Mal haben wir so die ersten paar Stückchen Eisen gefunden, haben hier und dort und überall kleinere Höhlen entdeckt, vielleicht auch größere Höhlen, vielleicht sind die auch miteinander verbunden. Man weiß es noch nicht so genau. Ich hoffe, dass ich die sehr bald dort erkunden darf. Weil, ne, in Höhlen verbirgt sich ja immer jede Menge Schrott, den man immer gut mitnehmen kann. Bevor ich jetzt aber auf Höhlentour gehe, sollte ich aber auf jeden Fall zum Beispiel mal sowas wie so ein Schild anlegen. Ja, habt ihr recht. Nicht nur bauen, sondern auch anlegen. Und dann Rüstung bauen. Rüstung. Wie viel kommt denn hier noch? Das ist nicht genug. Ich brauche mehr Eisen. Bevor ich hier auf große Höhlentour gehen kann, brauche ich mehr Eisen. Das heißt, wir gehen jetzt nochmal hin, holen uns sowieso mehr Eisen. Auch für weitere Eisenspitzhacken. Wäre das nicht so verkehrt, wenn wir mehr Eisen hätten? Ne? Ich habe ja immer noch vor, da hinten da die große Schlucht zu erkunden. Ich will immer noch gucken, ob da hinten irgendwas in der Wüste ist. Wir schauen einfach mal. Ne? Und dann einfach mal gucken. Wir haben ja auch noch hier die eine etwas seltsam größere Höhle gefunden. Ja, seltsam größere Höhle ist ein toller Begriff, um zu beschreiben, wie groß die Höhle ist. Jedenfalls haben wir eine Höhle gefunden, da hängt noch ein bisschen Kohle. Ich hatte nur zu viel Schiss in der letzten Folge, das auch abzubauen. Aber, naja, wir kümmern uns heute halt nochmal drum. Das ist ein Berg aus Sandstein. Aber kein Wüstentempel hier in der Nähe, ne? Ich guck nur mal kurz. Hier nochmal so mein letztes Steak hier verknabusern. Und dann hoffe ich, dass wirklich sehr schnell das Weizen hinten fertig ist. So, schöne Sandbank da. Ah, oh, schöne Sandbank. So schön. Wirklich wunderschön. Nee, aber hier haben wir keinen Wüstentempel. Warnix. Schade. Habe ich ja doch schon irgendwie gehofft, weißt du, wenn du schon so einen riesen Sandberg hast, dann irgendwie mit Mega-Action, mit Mega-Abenteuer. Aber nein, sieht nicht danach aus. Gut, dann gehen wir eben schnell in die eine Höhle zurück, wo noch Kohle auf jeden Fall hängt. Da gibt's Hasen. Yay, Hasen. Wüstenhasen. Ne? Man kennt ja die allseits bekannten Wüstenhasen. Die sind ja allgegenwärtig. Jeder kennt sie, jeder liebt sie. So. Ist das auch Teil der Höhle? Man weiß es nicht. Oh Gott, ja, laufen wir im Weg. Ah! Kommt da so ein böses Skelett an. Böse. Das war die Kuh. Das war schon wieder die Kuh. Kann dafür nix. Ich weiß nicht. Ihr habt die Fledermaus getroffen. Ihr Aimshotter hier. Oh Gott. Ja, okay. Aua. Ist es denn wahr? Scheiß Skelett hier. Da kommt doch eins. Hallo, geht's noch? Ich muss hier weg. Alter, wie viel hält denn das Skelett hier noch aus? So. Alter. Das ist nicht lustig. Das ist echt nicht lustig. Ich weiß, dass du da bist. Nein, verdammt. Nicht Schwert wegschmeißen. Kannst ja noch gebrauchen. Ja, lauf doch nicht weg. Genau, triff dich selber. Das ist immer super. Okay. So wird ein Schuh draus. Irgendwo hier haben wir einen Mini-Zombie. I can hear it. I don't wanna hear it. I just wanna scream. Und I just wanna have Kohle. Ne, Girls just wanna have fun und Mammut just wanna have Kohle. Das ist einfach der neue Shit. Aus meine Single. Er hat zwar noch keinen Text dafür und keine Melodie, außer natürlich neben die Melodie eines bereits bekannten Klassikers sozusagen. Ja, man darf sowas schon fast als Klassiker zählen, glaube ich.
Behaupte ich jetzt mal einfach. Aber nun gut. Also ich könnte nicht sagen, von wem das her produziert wurde oder sowas. Wer es gesungen hat, keine Ahnung, aber das Lied kennt man. Glaube ich. Girl, just wanna have fun. Nein, ich will es jetzt nicht gegoogelt haben. Ich muss das jetzt nicht extra googeln. Nein, don't do it, don't! Oh Gott. Ach! Das ist hier die, wo ich gesagt habe, ja, hier haben wir noch Kohle hängen. Okay. Ich brauche definitiv was zu essen. Wir haben zwar jetzt auch Knochen. Die Knochen sollten sehr hilfreich sein, was Düngermittel angeht. Und wir kriegen schön viel Kohle. Aber Kohle reicht nicht. Ich brauche auch Eisen. Das schau, was kommt da an? Schalt der Scheißkuh. Ist doch wahr. Ah, da haben wir auch den Mini-Zombie, den wir gehört haben. Und hier haben wir verdammt viel Lava. Wo ich verdammt gut reinfallen kann. Gut, ich brauche so was hier. Mach davon mal so ein bisschen was hier. Dann mach daraus mal ein paar Fackeln. Also das Eisen, das wir derzeit haben, ist eher kläglich als ausreichend. Hallo. 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 Ich finde gut, dass du nicht herkommst. Nicht hochspringen kannst. Sehr schön. Aber Mini-Zombies sind ja doch schon so ein bisschen ätzend, ne? Aber nur so ein ganz kleines bisschen. Super, wir haben da eine Ecke, wir haben da eine Ecke. Da unten haben wir unendliche Weiten von Ecken. Haben wir eine Fledermaus? Aber hier haben wir auf jeden Fall auch Eisen. Oh Gott. Ich hasse es, dieses bedrückende Gefühl, wenn du in der Höhle bist, du fühlst dich schwach und du hast keine Ahnung, was dich hinter der nächsten Ecke erwartet. Außer natürlich eine Sackgasse. Was? Wo kommst du von mal her? Ganz ehrlich, hallo? Ich meine, der hätte mich auch von hinten irgendwie wegsprengen können. Ach, von da kann man. Nein, von da kann man nicht. Ach, ich bin verwirrt. Ich bin hochgradig verwirrt. Aber wo kam der auf einmal her? Der war einfach da. Ohne Witz. Ich drehe mich einmal um, weißt du, und dann ist da so ein Dingens. Das ist nicht nett. Aber niemand hat auch gesagt, dass Minecraft nett ist. Das stimmt. So, nochmal eben schnell ein bisschen Eisen rausholen und dann geht's so langsam auch wieder zurück nach Hause. Auch wenn ich irgendwo da ein Skelett höre. So, das ist doch schön viel Eisen. So macht das Laune, wenn man viel Eisen hat. Ich mache mir echt Angst, dass es gleich dunkel ist, wenn ich rausgehe. Weil es ist langsam an der Zeit, dass es wieder dunkel ist. Es gefällt mir nicht, aber gut, was soll's. Sollten wir es schaffen, zu überleben, werden wir sehr stark sein, wenn wir hier wieder reinkommen. Mehr Eisen. Immer mal wieder so ein bisschen hochgucken, ob da irgendwas ist. Nur so ein bisschen. Weil man ist ja dann doch schon so leicht paranoid, ne? Danke Minecraft fürs Paranoid machen. Ja. Und natürlich wird es gerade dunkel.
Warum denn auch nicht? Ah, shit. So, wo komme ich nach Hause? Ich muss hier nach rechts gleich. Ich hoffe, ich schaff's. Ich hoffe, ich schaff's. Ich hoffe, ich schaff's. Die Minecraft-Musik. Also ich finde gut, dass sie jetzt hier die ganze Zeit dudelt. Vielleicht manchmal in irgendwelchen Höhlenpassagen jetzt nicht ganz so passend, aber sie ist da. Etwas, das mich beschützt. Die Minecraft-Musik. Ich bin ja immer so allein. Allein, allein. Ach, guck mal, da hätten wir auch ein Schaf gehabt. Nee, das ist ein Huhn, verdammt. Manchmal sehen die auf Entfernung so aus wie so ein Schaf. Ich lege mich erstmal hin, bevor ich hier Weizen abbaue. Erstmal hinlegen. Und mitnehmen und drauf tun hier. 44 Eisen, das reicht auf jeden Fall für eine komplette Rüstung und für alles, was wir brauchen, um uns vorzubereiten. Auf die nächste tolle Tour. Ich sehe hier aus wie so ein Höhlenmensch mit meinen Knochen in der Hand. Mit meiner Knochen. Mhm. Gut, Mammut. Gut. Sehr gut. So. Zack, zack. Einfach mal wieder alles anpflanzen. Kommen aber an relativ wenig Weizen im Moment, ne? Wir müssen wirklich nur warten, bis mehr Weizen gewachsen ist. Beziehungsweise wir können ja auch noch Weizen wachsen lassen. Ne, wir haben ja doch hier sowas. Zack. Einfach mal so ein bisschen was hier auf niedrige Dinger eindreschen und da haben wir dann sehr bald viel mehr Weizen. Hoffe ich. Glaube ich. Teilweise Dinger, die hier noch nicht gewachsen sind. Ah, immer dieser Zufallsfaktor von diesen ganzen Weizen. Ätzend. So, was wollte ich? Ich wollte auf jeden Fall meine Rüstung zu Ende craften. Ja, so viel Zeit muss sein. Und einmal die Schüchen. So. Anziehen, anziehen. Das haben wir. So, nebenbei hier einfach nochmal ein bisschen durchgehen. Na, einfach weil ich brauche mehr Weizen. Wenn ich kein vernünftiges Brot habe, brauche ich nicht auf eine Höhlentour gehen. Und ich mag jetzt nicht unbedingt immer wieder Tiere töten müssen. Mein, es ist zwar Hardcore, es ist Hardcore Survival, aber das geht auch mit möglichst wenig Tiere töten. Ja, das geht. Glaub mir, das geht wirklich. Hoffe ich. Bild ihm ein. Ach, ich weiß auch nicht. So. In der Zeit einfach mal Gras hauen. Böses Gras. Ich verhau dich. Ganz böses Gras. So. Ich hoffe aber mal, es reicht so langsam. Das Weizen wird hoffentlich mal sehr bald endlich weiter wachsen. Oh, wieder ist fertig. So. So langsam kommt es in Fahrt, das finde ich sehr gut. Und so ganz plötzlich auch, weißt du? So, weißt du, du musst nur ein bisschen meckern und dann geht's. Wie, keine Kohle. Ich glaube, es hackt. Hier noch ein bisschen Kohle vom wegnehmen, dann kann ich nämlich noch ein paar Fackeln craften. Einfach mal hier so, plupp. So. Dann, wir haben kaum noch Holz, ne? Müssen wir schon wieder mit der Axt im Walde durch und durch hier durchzimmern. Ein Eisenbahn ist jetzt auch nicht die Welt. Okay. Gut, was muss, das muss. Da müssen wohl ein paar weitere Bäume weichen. Mal Holz brauchen wir so oder so zum weiteren Überleben. Sonst können wir das wirklich knicken, wie Esspapier. Mit dem Überleben. Überleben wird dann nämlich ein bisschen schwierig. Wenn es an allen Ecken fehlt. So. Weg mit dem guten alten Holz hier. Oh, komm, ernsthaft? Fehlt jetzt ein Block oder was?
Na gut. Einmal hier. Einmal da. Wir wollen ja nicht so einzelne Baumkronen stehen lassen. Das hasse ich. Wenn ich dann Let's Play sehe, wo irgendein Minecraft-Spieler dann hier so einen halben Baum stehen lässt. Immer diese Baumkrone, so nach Motto, so, ach, da komme ich ja nicht ran, ja, da lasse ich so mal stehen. Ey, da kriege ich dann die Krise anzugucken. So wie ihr manchmal die Krise kriegt bei mir beim Zugucken. Das ist, ne? Denke ich mal, sehr, sehr ähnlich. Ne, manchmal machen Let's Player halt sowas, dass ihr denkt so, was, warum tust du denn das? Ah, einmal die Steuerung selber in die Hand nehmen. Ne? Kann ich durchaus nachvollziehen. Aber das ist dann halt so ein Teil, wo ich mir halt einfach nur denke und nicht unbedingt in die Kommentare schreibe oder sowas. Und dann halt so auf die Idee komme und schreibe, hey, bist du dumm, du musst es so und so machen. Nee, dafür bin ich nicht der Typ. Überhaupt nicht. So. Haben wir denn langsam mal genug Akazienholz? Ah, ist okay. Plupp. Das sieht erstmal von Anfang okay aus. Aber nur für den Anfang. Da hinten ist wieder Heizen fertig. Ich kann es riechen. Also, ich weiß nicht unbedingt, wie Weizen riecht, aber gut. Wir werden es abpflanzen hier. Abpflanzen vor allem. Ja, Mammut. Solltest nicht so viel an einem Tag aufnehmen. Das ist manchmal nicht so gut für dich. Oder vielleicht doch. Man weiß es nicht. Also eigentlich ist es schon gut, aber auch gleichzeitig auch nicht. Manchmal, wenn ich mir selbst dann zuhöre, so hin und wieder in den Werbepausen, weißt du, da höre ich mir auch selber zu. Und denke ich mir einfach nur so, was zur Hölle laber ich da eigentlich? Aber das ist ja nichts Neues. So, zwei Brote. Yay! Wir kommen voran. Stückchenweise. Wirklich nur stückchenweise, aber wir kommen voran. So, was wollten wir noch? Wir wollten auf jeden Fall genau weiteres Werkzeug herstellen. Ist ja jetzt weiteres Eisen fertig. Dann können wir auch ein Eimerchen herstellen. Hallo Eimerchen. Den werden wir mit Wasser befüllen, damit wir später irgendwann die Schlucht darunter kommen. Dann Spitzhacken, nie verkehrt. Machen wir so zwei oder sowas auf Reserve. Man weiß es noch nicht. Haben wir das hier zu Sticks. Könnte auch drei machen, ne? Ja. Mache ich mal. Dann so langsam mal Eisenschaufel oder sowas. Ach so, ja doch, war richtig. War ja, was ich wollte. Hier einfach mal ein bisschen Schrott ablegen. Sowas, was ich jetzt nicht sofort brauche. Ich hatte überlegt, ob ich mir einen Bogen bastle, aber ich habe dazu zu wenig Fäden. Oder? Oder brauche ich nur einen? Ich weiß es gerade nicht. Ich baue so selten Bögen. Ich meine, ich brauche dafür drei. Ja. Gut. Dann kommt das da rein. Das kann da rein. Hier können wir theoretisch Fenster draus machen für Gedöns. Aber nicht jetzt sofort. Dann machen wir ein paar Schaufeln. Mal so langsam so eine Eisenaxt oder so, das wäre vielleicht auch nicht so das Verkehrteste. Da haben wir noch schnelleres Holzabbau-Gedöns. Und noch ein Eisenschwert auf Reserve. Dann kann das Steinschwert auch mal so langsam weg. Nee, das kann da nicht rein. Nee, es geht tatsächlich nur mit Holzdingern, okay. War ich mir nicht so ganz sicher. Gut, dann kommt das halt hier rein, erstmal. Ja, noch eine Steinhacke auf Reserve, okay. Oh, weiß ich jetzt nicht. Ich habe sie jetzt erstmal dabei. Aber ob ich die auch weiterhin gebrauchen werde, ist so eine andere Geschichte. So. Steine haben wir, das ist immer gut. Was haben wir noch? Ja, ich glaube, wir sind so langsam fast bereit, dass wir woanders hingehen können. Also, was heißt woanders? Oder halt hier in die große, große Schlucht. Problem an der Geschichte ist,
dass ich Angst habe, dass mich die Tiere runterschubsen oder sowas. Ich mach da mal von hier aus hier so einen Abstieg für später. Und wir brauchen halt nach wie vor weiteres Weizen. Ohne Weizen ist schlecht. Dann gehe ich jetzt einfach mal ein Wassereimer hier durch. Plupp. Oder halt auch mit der Seeds, die ich gerade hier eingesammelt habe. Geht natürlich auch. Pflanze dann gleich wieder Seeds ein. Also ein bisschen Brote brauchen wir auf jeden Fall, sonst wird das nichts. In der Zwischenzeit können wir uns dann vielleicht hier um so einzelne Dinger kümmern oder so. Man weiß es noch nicht. Wo habe ich denn jetzt hier was weggenommen? Da habe ich was weggenommen, da habe ich was weggenommen. Und da. So. Die Musik im Hintergrund erinnert mich irgendwie so an ein Harry Potter Spiel, das ich irgendwann mal gespielt habe. Ja, es gibt Harry Potter Spiele von EA. Ne, kann man ja mal spielen. Irgendwann. So, aber ich würde sagen, bevor wir jetzt hier weitermachen, gehe ich hier nochmal rein. Leg mich gleich nochmal schlafen, weil es ist gleich Nacht. Und dann geht es dann am nächsten Tag dann weiter mit Minecraft Hardcore. Hoffe ich, glaube ich. Ich habe keine Ahnung. Ich will schlafen. Es ist doch dunkel. Guck mal, wie dunkel es ist. Guck mal, wie dunkel es ist. So. Und dann wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Resttag. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis denne.